Ja, das kostet natürlich auch alles Energie. Boah. Aber gut, wenigstens haben wir für ein bisschen Zeug haben wir ja oben auch die Bewässerungsanlage. Also so schlimm ist es ja nicht. Und Regentage gibt es ja zur Not auch noch ein paar, oder? Also da kommen wir schon irgendwie durch. Das geht schon. Ja, Freunde, wie ist eure Woche bisher? Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Was hat euch geärgert? Was hat euch gefreut? Erzählt mal. Also bei mir, ja, eigentlich nichts Besonderes. Urlaub, wie ihr seht, immer noch nicht. Naja, obwohl die Folge hier, die kommt. Ich denke, ach, wisst ihr, jetzt bin ich so oft auf die Schnauze gefallen mit dem Urlaub. Ich denke mal, die Folge kommt hier nicht vor, nicht nach meinem Urlaub, sondern auch davor. Was denn auch sonst? Ja, aber die Hoffnung ist da, dass diese Folge nach dem Urlaub kommt. Drückt mir die Daumen. Hab's mir ein bisschen verdient. Doch, glaube ich schon. So, na also. Okay, ja, der hat wie gesagt geschlossen, der Kollege Schnürschuh. Habe ich nicht hier noch Mixed Seeds oder irgendwie? Genau diesen Cherrybaum. Aprikose müssen wir mitnehmen, ne? Eine. So, und die anderen, die kommen dann hier auch wieder mit rein oder in die Saftpresse. Machen wir den denn hin, ey? Kann man den nicht hier hinpflanzen, einfach so ganz. Doch. Cool. Kann ich hier jetzt noch durch? Naja, muss ich nicht unbedingt. Okay, also das passt. Ja, Hartholz, ne? Denke ich mal, schadet nicht. Wenn wir da nochmal einen Schwung holen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und vielleicht hat er eher hier wieder was Gutes im Angebot. Ich weiß einfach nicht, an welchen Tagen der da ist. Naja, ich könnte jetzt auch wieder googeln, aber nee. Nee, nee, nee. Das war jetzt nur eine Ausnahme. Der kommt halt alle paar Tage mal. Oder vielleicht auch nur am Wochenende. Ich kann es euch echt nicht sagen. So. Nee, und falls ihr jetzt gerade zum ersten Mal reinguckt, wir kämpfen hier nicht. Wir holen wirklich nur Hartholz und verzubbeln uns wieder. Denn dafür kommen wir. So. Wer die Energie hier zum Kämpfen auch noch? Nö. Warum? Geht auch ohne. Muss ich mal räuspern? Okay, da bin ich wieder. Wir gucken hier nochmal hinter. Ja, hier ist nochmal Horseradish. Schön. Ja, das sind schon viele, ne? Tja, den müssen wir kaputt machen. So, hier wollten wir ja eh mal angeln, ne? Mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Keine Ahnung, ob es hier irgendwie bessere Fische gibt. Oh, ein Karpfen. Ich glaube, den brauchen wir sogar, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier auch ein paar, na, ein paar relativ exotische Fische dabei sind. Hallo. Alter. Okay, der will gar nicht in unseren Kochtopf. Aber er muss Wurz geben. Okay. Müssen wir gleich mal angucken, was der so kann. Oh. Also, ich denke mal, dass hier auch welche dabei sind, die interessant sind. Ein sehr sensibler Fisch, der nur in Gewässern tief im Wald leben kann. Ja gut, macht ja Sinn, ne, wenn der hier ist. Ja, Müll passt. Können wir wieder einen Stein draus machen. Toll.
Aha. Aber es geht ja relativ schnell hier. Oh. Na, also. Haben wir wieder ein Woodskip? Nee, Skip. Doch, Woodskip. Ich dachte gerade Skinskip. Nee, nee, nee. Passt schon. So, noch eine Joja Cola. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, letzter Fisch hier. Okay. Was hierbei rauskommt, bin ich gespannt, wenn ich das Newspaper in die Recyclingmaschine reinpacke. Das will ich natürlich auch noch wissen. Ja, kurze Info an euch. Nach diesen, wie viele Folgen werden das heute? Zwei, genau. Eine Stunde Aufnahme, wie immer oder wie meistens. Manchmal sind es ja eineinhalb. Danach spiele ich ein bisschen weiter. Selber habe ich gerade entschieden, damit die Abigail hier bald bewässert, damit ich euch hiermit nicht mehr nerven muss, dass das einfach automatisch geht, wisst ihr? Also das würde ich schon vorschlagen, dass wir das so machen. Das macht schon Sinn. Ich weiß nicht. Brauchen wir Horseradish? Nee. Nee, haben wir drin. Okay, cool. Haben wir wieder was zum Verscherbeln. Erstmal hier reinpacken, was reingehört. Das gehört hier rein. Das. Cola brauchen wir beim besten Willen nicht. Oh, so natürlich. Ja, lassen wir uns überraschen, was aus einer Zeitung wird. Ich könnte mir schon Wolle oder sowas vorstellen, ne? Baumwolle quasi. Aber das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Das weiß ich nicht. Sehen wir aber. So, 113, yay. Super. Mal was zum Verkaufen. Hier. Machen wir nie im Leben. Und wir könnten, sollen wir mal ein Tausender Holz wegballern? Komm, ein Tausender ballern mal weg. So, oh Hund. Oh, dich haben wir schon begrüßt. Ja, dann never mind. Ja, du willst vielleicht was trinken. Ja, weil ich hier dem Hund gebe, brauchst du dich hier nicht beschweren, Kollege. Bleib in der Ruhe. So. Okay. Ja, dann ruft die Nacht, wa? Guck nur ganz schnell, ob wir irgendwas zum Einschmelzen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Wo ist denn das hier, ne? Ja, einen Quarz brauchen wir sowieso. Super. Ja, da könnten wir Quarz noch einschmelzen, ne? So machen wir das. 1, 2. Okay. Dich brauchen wir jetzt gerade nicht. Boah, komische Geräusche macht das heute, ne? So, dann haben wir den auch wieder weg. Okay, und morgen früh schmelzen wir den nächsten ein. So, Abigail. Die Geräusche der Nacht sind hier draußen viel lauter. Ich werde nie aufhören, das zu mögen. Ja, ist gut. Beruhig dich. Weather Report. Ja, okay. Leichte Brise morgen, leider kein Regen. Stir-Fry kennen wir schon. So. Ja. Ab ins Bett. Gute Nacht. Oh ja, das ist gar nicht so schlecht, aber für 1000 Holz eigentlich ein bisschen wenig, ne? Oh Mann. Werden Birthday. Was ist das? Ach Gott, das Eierfestival. Gottes Willen, Freunde. Macht Schatzi hier was? Nö, natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen, Mann. Ach Gott, nee. Ja, erstmal Tierchen, wie immer. Langsam kannst du ja nicht mehr durchlaufen, ne? Das ist ja schrecklich.
Was bist du jetzt hier? Ja, Baby, toll. Großartig. Oh, ich will dich nicht schlachten, sorry. Eigentlich ist es scheißegal, was es für ein Baby ist. Wir verkaufen es, brauchen wir nicht. Ja, wir haben nur noch einen Hasen, das ist ein bisschen schade. Jo, aber okay. So. Jupp. Passt. Ihr könnt nach draußen, Freunde. Und jetzt zu meinen Lieblingskühen. Es wäre schon schön, wenn wir da, haufenweise Kühe hätten. Aber wir können uns das momentan noch nicht ganz leisten. Mit dem Heu. Vielleicht irgendwann, dass wir mal mehrere Ställe oder sowas dann haben. Das könnte sein. Aber das ist natürlich alles nicht ganz so leicht, ne? So, da packe ich hier erstmal. Was packe ich denn? Das brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Ja, machen wir wieder. Kätze. Kätze, Kätze. So, schwipp. Gut, Kühe. Ich entfessel euch. Ihr dürft. Haut raus. So, Freunde. Da hauen wir den rein. Was hat das hier? Du willst mich doch vereiern, ey. Ach, eine Fackel, ey. Ach, Mann. Oh, ja, okay, drei. Wow. Das macht's nicht besser. Ach, scheiße. Ja, toll. Okay, ja, immerhin, ne? Immerhin. Immerhin etwas. Ja, hi, Hund. Boah, da kommst du ja langsam mit der Arbeit nicht mehr hinterher, du. Hallo? Danke. Ja, chill. Bleib in der Ruhe, Kollege. Na, komm schon. Ja, da können wir natürlich da auch jedes Mal 5 herstellen, sofern wir auch überhaupt 5 haben. Also der Wein braucht schon, ja, der braucht schon sehr lang, ne? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, finde ich. Also da weiß ich nicht, ob ich das so für gut heiße. Aber gut. Ja. Ist halt so, ne? Da ist Stein. Großartig. Danke. Sehr nett von dir. Sehr, sehr nett. 3. Okay, immerhin 3 Steine. Hahaha, ha, ha, haben wir gelacht. Okay, da kommt der Quarz wieder raus. Das ist schon mal was. Ja. Bewässerungsaktion. Die zweite. Also wir müssten eigentlich Abigail hier nur, warte, das machen wir noch schnell, hier nur jeden Tag wirklich ordentlich, ordentlich Kuchen. Wo ist denn die Kampfsau wieder? Okay, die müssen wir dann suchen, ja. Ja, dann müssen wir halt wie gehabt jeden Tag einfach Kuchen hinter die Ohren klappen und dann sollte das passen, ne? Dann haben wir hier bald unsere Gärtnerei-Fachfrau am Start. Ein Zug mal wieder. Ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Oder vielleicht ist es nur ein kleines Detail, aber das kann ich mir eigentlich bei Stardew Valley gar nicht vorstellen. Das hat schon irgendeinen Grund, dieser Zug. Irgendeinen Grund muss es haben. Verwette ich meinen Hintern drauf. Es würde mich schwer wundern. Ja, finden wir noch raus. Google ich auch nicht. Weiß ich nicht und werde ich nicht googeln. Boah. Weiß gar nicht, hat die Abigail dann überhaupt genügend Ausdauer, hier den ganzen Unfug hier zu machen? Kann ich euch gar nicht sagen.
Müssen wir auch mal hoffen. Oh, das würde das Leben so erleichtern. Meine Güte, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Das wäre so viel einfacher. So, wir müssen Abigail eigentlich gar nicht suchen, weil die wohnt ja jetzt bei uns. Also abends spätestens kommt sie ja sowieso wieder. Von daher, ja, einfach mal in der Ruhe bleiben, ne? Denke ich mal. Dann müssen wir beim besten Willen nicht mehr nach ihr suchen. Aber gut, das mussten wir ja eigentlich eh nicht unbedingt. Die hat man ja eigentlich schnell gefunden. Oh. So. Ja, jetzt ist die ganze Energie natürlich wieder weg, ne? Jo. Ja, wir gehen einkaufen. Wir gehen... Ja. Ihr seid so doof, ey. Scheiße. Nein, halt. Wir könnten eigentlich auch mal was craften. Und pass mal auf, wir gucken einfach mal, was wir so da haben, ne? Was bräuchten wir? Hund, hallo? Haben wir schon? Okay. Okay, was bräuchten wir denn? Wir bräuchten theoretisch dieses Bienenhaus. Cake haben wir. Oilmaker. 20 Hardwood Slime. Ja, wir haben aber keine Trüffel, ne? Loom? Ah ja, kann ich Kleidung draus machen? Nö, 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 nö. Mayonnaise-Maschine haben wir. Sprinkler, genau. Ja, da brauchen wir sowieso Battery Pack. Naja, Fertilizer brauchen wir nicht, Recycling-Maschine auch nicht. Okay, hier können wir zum Beispiel ganz einfach dieses Ding hier craften und dann ist die Chance auf Regen viel höher für den nächsten Tag. Cool. Brauchen wir aber nicht. Nee, brauchen wir gar nicht. Warrior Ring. Boah, das kostet, ey. Leck mich. Boah, krass. Ja. Nö, okay, nö. Nö, brauchen wir nix. Was ist das? Field Snack. Ah. Ach, das ist ja cool. Das ist ja cool, aber da haben wir nicht mehr so viele, ne? Ach geil. Aus Müll einfach mal noch mehr Müll gemacht. Prima. Jo, können wir auf jeden Fall verkaufen. Also da ist der Energiegehalt nicht groß genug, dass wir das behalten. Für eine Höhlentour oder so. Das lohnt sich nicht, denke ich. Ja, aber damit kann man wirklich einen Haufen... Ach, weißt du, wenn ich das wieder gewusst hätte, ey. Mann. Aber ihr sagt mir ja auch nichts. Hier ist noch einmal Spring Onion oder Leek? Leek, okay. Lauch. Schön. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Ich weiß es nicht. Ach ja, einkaufen wir. Jo, einfach mal Hallo sagen. Elliot? Nein, weiß ich nicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und der Boden sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Probieren wir mal. Ne? Wir haben ja ein bisschen Cola wieder. Ja, Cauliflower. Die brauchen zwar lang zum Wachsen, aber ich denke mal, das ist eine gute Einnahmequelle.
Eine verdammt gute. Wenn du da 100 am Start hast. 100 machen wir. So. Gut. Pierre, wo ist denn deine Tochter? Wo ist denn die? Nö. Ach, hier unten vielleicht. Oder in der Küche. Es ist Donnerstag. Hm. Wo könnt ihr denn sein? Keine Ahnung. Ach, die ist auch manchmal im Wald, ne? Ja, ja, ja. Oh. Okay, dann okay, wir haben das bald geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wir müssen sowieso noch an den Strand. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir brauchen an Muscheln. Vor allem diese eine rote, ne? Oder diese gelbliche. Ist irgendwie eine komische Farbe. Ich kann es jetzt auch nicht so definieren. Die brauchen wir noch. Und ansonsten natürlich, ne, zum Verkaufen. Ist immer gut. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Geld wieder rausgehauen. Ich weiß. Aber... ja, es hilft uns ja nichts, ne? Es hilft ja nichts. Übrigens haben wir jetzt genug Zeug zusammen. Ach nee, 10.000 brauchen wir. Für... das Pferd. Ja. Ja, ja, ja. Das Pferd brauchen wir. Damit bist du zwar auch nicht so unbedingt extrem viel schneller, aber du bist einfach schneller, ja? Ein bisschen, wenigstens. So. Toll. Kann ich nicht mal in den Recycler stecken. Aber am Schluss kommt dann noch eine biologisch abbaubare Fackel raus. Also irgendwann reicht's dann, ne? Aber es lohnt sich, diese Brille reinzuhauen, ne? Das ist jedes Mal ein Quarz. Das lohnt sich sehr. Doch. Das passt. Gut, was haben wir? Smallmouth Bass. Ja, ich denke, eine Largemouth kriegen wir jetzt auch noch her. Wenn wir jetzt noch kurz hier angeln, bis die Energie weg ist und Abend ist. Ja. Und dann packen wir die dann auch in die Gemeinschaftshaustruhe. Ja, dann kommen wir hier gut voran. Ja, ich bin begeistert. Wir kommen echt gut voran, Freunde. Bream. Okay, und neues Achievement übrigens. Old Marina haben wir bekommen. Wahrscheinlich dafür, dass wir jetzt eine bestimmte Anzahl an diversen Fischen gefangen haben. Kann ich mir vorstellen. Ja. Alles ist eh nicht so meins, ne? Diese Fischerei hier. Ich gehe ehrlich gesagt wahnsinnig gern in die Mine. Wahnsinnig gern. Aber dieser Zeitdruck, ne, dieser Zeitdruck, den hast du halt mit dem Pferd nicht mehr ganz so extrem. Da sparst du dir ein paar wertvolle Minuten. Und besonders wenn dein Feld eh bestellt ist, dann, ne, hast du echt. Dann hast du Jackpot. Wenn das Feld alles erledigt ist. So, komm. Was ist nu? Yep. Ja, den holen wir uns. Keine Sorge, Freunde, den holen wir uns. Nein, noch nicht. Das war dumm von mir. Habe ich nicht aufgepasst. Alter. Nee, wieder nicht. Ah, er könnte auch ein bisschen höher steigen, ne? Danke. Scheiße, was ist denn heute los, Mensch? Ey, sonst ohne Probleme hole ich mir das Zeug. Ohne Probleme. Yes, jetzt haben wir's. Okay. Boah, Mensch. Aber der bleibt auch auf einer Stelle, der dumme Sack hier. So, jetzt haben wir. Oh, ach, das ist ja gar nicht mal so schlecht.
2 Geoden. Könnte ja auch was Gutes drin sein, ne? Cool. Das ist tatsächlich erfreulich. Klasse. So, mach hinne. Toll. Was macht denn der jetzt? Wow. So, jetzt gehen wir heim. Und beenden dann auch bald die Folge. Jetzt reicht's wieder. Wir haben schon wieder 12 Uhr nachts. Ich kann untertags nicht so viel aufnehmen. Komm, einmal noch. Kann leider untertags nicht so viel aufnehmen. Drum verschiebt sich das immer auf nachts. Und außerdem sind die Hochladezeiten bei mir einfach so krass, weil... Naja, offenbar habe ich eine ganz schöne Buschleitung hier. So eine Busch-Internetleitung. Ja, toll. Ja, also ich lade hier ein HD-Video, Stardew Valley, 30 Minuten. Lade ich, ja, ich sag mal bis zu 3 Stunden hoch. Momentan. Also ich muss da mal gucken, dass ich das optimieren kann. Weil du kannst ja nicht für ein Video hier 3 Stunden warten, ne? Das ist ja ein bisschen krass. Aber tatsächlich ist das so, ja. Ist jetzt kein Witz. 3 Stunden lädt das Zeug hoch. Das nervt. Derzeit kannst du natürlich weder einen Livestream mal machen, so zwischendurch mal einen ungeplanten, noch kannst du irgendwie was anderes machen, ne? Das ist echt nervig. Smallmouth Bass. Ja, brauchen wir eh nicht, ne? So. Jo. Ja, passt. Cool. Ihr kommt jetzt erstmal hier rein. Euch kann ich nämlich noch nicht gebrauchen. Die Geoden packen wir weg. Oder wir holen die anderen noch. Nö, die packen wir jetzt weg. Brauchen wir jetzt eh nicht. So. Okay. Ja, Abigail möchte gerne noch was naschen. Und hier den Boden verschönern wollen wir natürlich noch. Boden und Wände. Oh ja. Oh ja. Das wurde Zeit, Freunde. Das wurde echt mal Zeit. Dass hier mal Boden und Wand verlegt werden. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Na, na, na. Da bin ich mir... Obwohl. Und wenn die hier dann schön fließen oder sowas? Oder auch das? Boah, gute Frage. Schneefi? Ja, bitte. Kein Ding. Yes! Ja! Ja! Ja, 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 geil, geil. Okay, Freunde, ich beende das jetzt. Ist ein paar Minuten kürzer als sonst, aber damit ja, müsst ihr auch mal leben, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit Abigail. Ihr werdet es sehen in der nächsten Aufnahme. Ich freue mich drauf. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschö.